So, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir gehen rein in die nächste Reaction von Visca, in das nächste Video von Visca Barça, so. Monaco gegen Barcelona, Vollbruch und Lamine, Geniestreich. Ich habe mir das Spiel nicht angeguckt, ich habe nur das Tor von Lamine gesehen, sonst gar nichts. Darum bin ich sehr gespannt. Gehen wir rein, gestern kam kein Video, dafür ist die Schere nochmal oben. Weiß ich nicht, irgendwie in den letzten Tagen bin ich einfach zu voll, Videos aufzunehmen. Ich bin auch richtig selten, gucke ich YouTube gerade zurzeit. Ich bin eher so gerade auf Twitch selber live auf Twitch. Und ich gucke gerade auch sehr auf Twitch, muss ich sagen. Wegen diesem FIFA-Dings, weil gerade jeder Influencer FIFA zockt gefühlt. Ist das natürlich geil, das zu gucken. Darum bin ich ganz auf Twitch und habe gar keine Zeit, YouTube-Video zu aufzunehmen, so, mein Gott. Und deswegen, ich versuch's. Heute kommt ein Video, morgen kommt hoffentlich auch ein Video, das werde ich vorbereiten auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir gehen rein, Abfahrt. Wie geil sieht bitte das neue Auswärtstrikot von Barca aus? 125-jähriges Jubiläum und hinten natürlich Lamine Yamal drauf. Let's go! Visca, Lamine. Ey Barca! Na, was sagt ihr Leute? Steht's mir? Oh, geil. Lamine! Und damit herzlich willkommen zum ersten Champions League Stadion-Vlog von Barca, Freunde. Heute spielen wir in Frankreich, genauer gesagt in Monaco. Ich bin gestern Abend direkt aus Madrid hergereist. Echt ein chilliges, feines Hotelzimmer. Das ist so meine Aussicht. Und ja, ist vor allem... Ich bin sehr gespannt. Eigentlich ist Barcelona krass. Ich weiß nicht, wie die gespielt haben. Haben die schlecht gespielt? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie verloren haben, aber ich weiß nicht, ob die jetzt gut gespielt haben und verloren haben oder schlecht gespielt haben und verloren haben. Keine Ahnung, bin gespannt. Der, kennt ihr das? Ein Themawechsel, Digga, hä? Voll abgedriftet jetzt, aber ich habe hier einen Durstlöscher und ich habe meinen Strohhalm verloren. Irgendwo, irgendwie. Und jetzt muss ich das so trinken. Voll abfuckt, Digga. Die Hälfte ist einfach schon gerade ausgelaufen. Sehr ruhig, man hört die Vögel schon seit der Früh hier zwitschern. Badezimmer kann ich euch auch noch zeigen. Ist auf jeden Fall alles hier sehr gepflegt. Und ich habe heute ein sehr gutes Gefühl, Leute. Barca ist überragend in Form. Ich habe heute sogar Visca Barca Socken an. Die hat mir mal Kubanito zum Eligella Cup geschenkt. Ich habe mir übrigens ein Hotel genommen in Nizza, Freunde, weil in Monaco sind die Hotels viel zu teuer. Aber bis dorthin ist es überhaupt nicht weit. Es sind so knapp 15 Kilometer die Küste entlang. Olmo hat so krass reingestartet bei Barca in die Saison, aber hat sich jetzt leider wieder muskulär verletzt. Das ist krass. 4 Wochen, glaube ich, ne? 4 bis 5 Wochen wird er fehlen. Ja. Aber Leute, Ansu Fati ist nach Ewigkeiten mal wieder zurück bei uns im Kader. Und intern hat man gehört, dass Hansi Flick am allermeisten von Ansu Fati überrascht worden ist im Training von seiner Qualität. Nizza ist aber auch eine sehr chillige Stadt, Leute. Ich habe gestern Abend hier Spaghetti mit Muscheln gegessen. Oh mein Gott, ich muss euch ein Bild einblenden. Die waren par excellence. Wirklich absolute 11 von 10. Überhaupt nicht meins. Also Muscheln... Ich habe jetzt einmal gegessen, waren vielleicht auch schlechte, keine Ahnung, nicht so gute Muscheln oder gute Qualität. Obwohl mein Papa gesagt hat, die schmecken. Also kann jetzt nicht schlecht sein. Nee, Muscheln, irgendwie die Konsistenz feiere ich nicht. Aber Shrimps sind geil. Die Dinger. Die sind geil. Aber sonst. Kein Spaß. Die schwarzen Barca Auswärtstrikots werfen immer solche legendären Erinnerungen hervor. Oh, auch hier damals Carles Puyol, was ein Capitano. Aber ich finde, das ist sogar Alltime das Allergeilste, ne? Das macht mich so glücklich. Gestern Nacht habe ich auch wieder Messi zum Einschlafen geguckt, aber leider nur 2-2 gespielt. Wie geil bitte wäre das, Leute, wenn Barca dieses Jahr das Finale erreicht in der Allianz Arena. Road to Munich begins. Bonjour. Oui. Monaco, s'il vous plaît. Erste Station, ein Hotel, da muss ich mein Ticket abholen, Freunde. Ich bin heute wieder nämlich im Auswärtsblock, da sind die hinterlegt. Südfrankreich, Freunde, ist einfach wunderschön. Oh, da landet gerade auch mein Flugzeug. Wir sehen das erste Mal schon das Meer. Jetzt fahren wir genau an diesen ganzen Felsen entlang, Leute, an der Côte d'Azur. Can you put the music a little bit louder? More? Yeah, more. Good song. Passt perfekt zum Waldbild. Wow. Und ich bin Mir ist aufgefallen gerade, ich habe gerade so überlegt, ich habe gar nicht so viele Champions League Spiele geguckt.
Ich habe Real Madrid geguckt am Dienstag. Am Mittwoch habe ich Paris geguckt. Donnerstag habe ich gar nichts geguckt. Ja gut, da hatte ich auch Training, aber... Aber ich habe mir auch keine Highlights angeguckt. Ich muss noch alles nachholen. Fällt mir drauf. City habe ich nicht geguckt. Bayern habe ich nicht geguckt, das 9-2. Was noch? Dortmund habe ich nicht geguckt. Leipzig, wo die in der letzten Minute irgendwas gemacht haben. Oder nee, die haben verloren in der letzten Minute, oder? Leipzig? Ich keine Ahnung. Irgendwas ist da passiert auf jeden Fall. Leverkusen habe ich nicht geguckt. Keine Ahnung, ich muss alles noch nachholen, die Highlights. Willkommen beim Abholpunkt, Leute. Da ist auch schon eine Markierung. Barca Monaco. Sky Barca. Hier kracht es ja komplett, Digga. Wir sind einfach direkt schon am Hafen. Na, der macht gerade die Yacht sauber. Wer kennt's nicht? Und da ist auch schon mein Ticket mit Personalisierung natürlich. Und by the way, für die, die es interessiert, das hat heute 30 Euro gekostet. Also das geht? Hä? Voll geil. Wirklich sehr, sehr fairer Preis. Hä, Leute, ich habe gerade eben erst gecheckt, dass das schon das Stadion ist für heute Abend. Das sieht aus wie so ein Hotel von außen. Hä? Ich habe jetzt hier noch locker 5 Stunden Zeit, um jetzt noch Monte Carlo gediegen zu erkunden. Ich will auf jeden Fall die Formel-1-Strecke ablaufen, vielleicht noch zu einem Aussichtspunkt, lecker essen gehen, dann noch zum Casino, aber natürlich nicht selber spielen. Okay. Oh, mhm. Casino. Hier schon wieder, ne? Oh, der ist da vorne am Angeln. Geiler Vibe. Geil, also mach dir deine Mucke an, Angel, chillen, geiles Wetter, mache. Oh, ich tippe heute übrigens 4-1 für Barca. Oh nee. Come on, ich kann was. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls ich falsch liege. Aber ich habe, glaube ich, mal gelesen, damit man sich in Monaco quasi anmelden kann, also wohnhaft, dann muss man mindestens vorweisen, dass man 1 Million auf dem Konto hat. Und da landet gerade ein Was? Helikopter, ja. Die ganzen Milliardäre schnappen sich natürlich auch das Transportmittel. Im Umkehrschluss bedeutet es auch, wenn dein Auto Monaco-Kennzeichen hat, dann bist du auf jeden Fall Millionär. Ja, guck mal an, wer ist da? Hallo, sagt er Hallo für den Vlog. Ah, und da haben wir auch ein paar Kieler Mbappés. Die Schildkröten lassen sich ja richtig gut gehen da auf dem Felsen. Und die Ente. Wie die da auch entlangläuft. Boah, aber das ist aber eine große Ente. Ist es überhaupt eine? Ach, keine Ahnung. Die ersten Barca-Fans, die ich hier sehe, Digga. Aus Österreich. Ja, sicher, ne? Woher kommt die genau? Aus Tirol, Innsbruck. Anton aus Tirol. Wie ist der Name? Simon. Ah, okay, Simon. Was tippt ihr heute? 3-1, sagen wir. Okay. Ja, ich sag 2-0. Ich sag 4-1. 4-1. Ja. Wart ihr schon mal in Monaco? Nein. Nein? Ach, geil. Ich war schon ein paar Mal hier, aber... Ja. Ja. So richtig auf Gedicht noch nicht. Echt? Ja, echt? Ja, super schön, super schön. Da stehen sie, Leute. 1, 2, 3 Helis. Monaco ist so klein, Freunde. Man kann das wirklich ganz entspannt innerhalb von einer Stunde ablaufen. Später dann, kurz vorm Spiel, will ich auf jeden Fall auf den Felsen nach oben. Von dort hat man eine richtig geile View. Hier kracht es immer mehr, ne? Schau mal, es wird immer schöner und schöner. Mein allererster Stadionvlog, Leute, in Monaco. Ich freue mich so sehr. Ich feiere das hart, wie die Felsen so fließend in den Gehweg quasi übergehen. Traumhaft einfach. Hier diese ganzen schönen Hausfassaden. Es schaut aus wie aus dem Bilderbuch einfach. Sind wir schon wirklich mitten im Zentrum von Monte Carlo. Monaco Properties. Okay, schauen wir mal die Preise an. Alter, ich bin so ein Honk, gell. Oh, hast mich fast hingelegt. Oh. 3,5 Millionen Euro. 83 Quadratmeter Wohnung. 50 Quadratmeter für 3,4. Ah, Digga, das war schon wieder komplett. So clean mit diesen französischen Balkonen. Okay. Hier. Boah, mir taugt diese Architektur. Ist das ein Löwe oder was? Ah ja. Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen auf dem Balkon. Hollari, hollari, hollari. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das schon ein Teil der Formel 1 Strecke. Hier sind auf jeden Fall ein paar Markierungen. Aber ich will unbedingt zu diesem berühmten Tunnel laufen. Und da sind auf jeden Fall die Schikanen zu sehen. Da ist der berühmte Tunnel, laufen jetzt auch noch gleich durch. Und da kommen die dann komplett durchgebrettert, Leute, mit über 200 km/h. Und dann müssen sie bei dieser engen Kurve scharf stoppen. Das muss ich so geil anhören, wenn ich hier durchrasen. Aber das Wasser ist hier sehr sauber. Schaut's mal, da kann man komplett durchschauen. Barca übernachtet übrigens ganz oben in diesem Hotel. Habe ich auf Twitter gelesen. Lamin, wink mal aus dem Fenster. Da haben wir auch ein Formel 1 Auto aus Eisen. Ja, diese Kurve erkennt man natürlich auch direkt. Ich habe damals auch auf der PlayStation, Leute, Formel 1 gezockt.
Wir laufen jetzt auf jeden Fall diese wunderschöne Treppe nach oben und dann geht's zum berühmten Casino. Jetzt fangen hier natürlich die ganzen Luxusläden an. Jetzt haben wir hier Richard Mill. Und diesen Platz hier kennt man natürlich auch von den ganzen Instagram-Passporter-Videos, wenn dann die ganzen Raris vorfahren oder Bugattis. Und da ist es heute, das Casino von Monte Carlo. Und zu unserer Linken haben wir auch noch das Hotel de Paris. Das ist so das exklusivste Hotel hier in Monaco. Oh, fragen wir mal den Jungen nach der Prediction. Komm, Prediction pour le match. Ah, oui, oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu penses? Ich pense 2-2. Okay, good luck, ja? Yeah? Bye, bye. 2-2 tippt der. Der Hund. Wie süß. Aber ich finde, solche Oldschool-Autos passen natürlich auch perfekt zu dem Vibe von der Stadt. Habt ihr gesehen, wie die Frau geguckt hat? Nochmal die Frau. Bye, bye. 2-2 tippt der. Komm mal, komm mal, komm. Mhm, dieser Blick. Wie süß. Aber ich finde, solche Oldschool-Autos passen natürlich auch perfekt zu dem Vibe von der Stadt. Ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, wo ich hier etwas zu essen finde. Ich habe nämlich so Kohldampf und auf einen Burger für 80 Euro habe ich jetzt eher weniger Lust. Das ist hier auch nochmal ein sehr schöner Shot hier vor den Brunnen. Geile Ansicht. Okay, ich habe jetzt hier ein Lokal gefunden. Hier sind die Preise noch human, Leute. Eine Pasta für knapp 20 Euro. Cristiano hat sich sehr positiv gegenüber Lamine geäußert. Er wünscht ihm das Beste und er hat gesagt, dass er auch einer der Besten wird. Hansi Flick meinte auf der PK auch, dass sie die Champions League gewinnen können. Sehr viel Optimismus gerade in Barcelona. So, dann schauen wir mal, was die Penne Arrabbiata hier drauf hat. Das sind aber so richtig riesige, lange Penne-Nudeln. Chef, kipp. Guten Abend, dich rein. Solide Schärfe, aber sehr lecker. 10 von 10 oder wie? Ich kann da einmal reinschauen. Okay, keine. Cool, ich dachte, jetzt kommt wieder 10 von 10. Ja, wahrscheinlich für Trikot wird es schwierig. Ich werde gleich so weggeschickt hier. One question, is it allowed just to look? Yeah? Okay, fine. Yeah, of course. Okay, sehr cool. Jetzt kann ich sagen, dass ich auch einmal hier drin war. Sieht auf jeden Fall schon sehr pompös aus. Da links geht's dann rein ins Casino. Da sehe ich schon die Automaten. Da ist noch ein Café. Boah, was eine krasse Decke. Ah, perfekt, hier ist eine Toilette. Kann ich hier wenigstens einmal aufs Klo gehen? Die Arrabbiata geht rein. 4x4 G-Klasse, auch wild. Wow. So ein Auto hat aber auch was. Ne? Vor allem in Monaco. Boah, schau mal, der ist komplett so chromfarbig. Crazy. RS. Ich bin jetzt mit dem Taxi ganz nach oben den Berg gefahren, Freunde, weil ich unbedingt die Aussichtsstelle genießen will. Oh, Alter, allein von hier sieht es schon so insane aus. Mit der Sonne. Für den Hund ist natürlich ja auch überragend, ne? Bisschen Gassi gehen. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr eurer Freundin einen Antrag machen wollt, dann führt sie hier nach oben zu dem Berg, weil diese Location ganz oben ist wirklich unbeschreiblich. Ein kleiner Teaser schon mal. Ich habe was geschafft. Das ist die Ansicht, Leute, wo es dann Richtung Nizza dort hinten geht. Auf der anderen Seite sehen wir dann komplett Monaco gleich. Na, du kleiner Frechdachs. Da sieht man auch perfekt die ganzen Küstenstraßen, Leute, wo wir auch vorhin lang gefahren sind. Geil. Junge, Junge, Junge. So, Leute, und das ist der Spot, von dem ich gesprochen habe. Ihr hockt euch dann einfach dahin mit eurer Freundin. Mit den Graffitis. Macht die Weinflasche auf. Schüttet ihr all eure Gefühle aus und dann macht ihr einen Antrag. Genau hier. Komplett auf Monaco. Am besten natürlich auch auf den Sonnenuntergang warten. Dann haben wir komplett gewonnen. Wow. Guckt euch das an. Da ist das Stadion, Leute. Das ist Stade Louis. Knapp 18.000 Leute passen rein. Da gehen wir dann gleich hin zum Spiel. Das ist komplett Monte Carlo. Das sieht aber wirklich aus wie ein Hotel, Digga. Das sieht schon oben nicht, weil man das Spielfeld sieht, aber von der Seite. Ich glaube, da ist der Formel 1-Tunnel, oder? Ja, safe, das ist er. Ich mache jetzt auch ein gediegenes Selfie, Leute, für Instagram, damit man auch ein schönes Stadion sieht. Ich blende euch aber auf jeden Fall noch ein Bild ein, wie Monaco bei Nacht ausschaut von oben. Stimmt, das war ja auch der erste große Verein, wo Kylian Mbappé gespielt hat. Jetzt geht's aber auf zum Spiel, Leute. Ich stehe auch schon direkt vorm Stadion. Das hier ist die Frontansicht. Also hätte ich niemals gedacht von außen, dass das ein Stadion ist. Okay, das ist die Front. Stade Louis. Aber sieht jetzt auch nicht viel besser aus. Alright, ich glaube, das ist hier der Gästeblock-Eingang, wo die Polizisten stehen. Ja, die Frau ist gerade bei jedem vorbeigelaufen, hat den Hund an uns schnüffeln lassen. Hat so extra mit ihrem Finger in meine Hosentasche gemacht und hat gesagt, ja, tu da die Nase dran. Ich habe freie Platzauswahl im Auswärtsblock. Gut, dass ich schon früh dran bin. Celtic Ultras waren hier 2001. Und der erste Blick hier ins kleine, aber feine Stadion von Monaco.
Ah ja. Oh Digga, aber die Laufbahn hätten sie weglassen können, ne? Dann wäre man näher am Rasen. Okay, ich würde sagen, wir hocken uns dann einfach hier irgendwo hin eigentlich. Zu weit unten, damit wir schön Übersicht haben. Hey, das ist die Jürgenbürger. Da sind wir, Leute. Oh, es wäre so geil, wenn die Spieler ein Tor schießen und dann zu uns in die Kurve rennen. Lass mal ein Video für die Penja machen. Ach, du bist aus der Stuttgarter Penja? Klar. Ach ja, geil, ja, da sind wir ja quasi Familie. Schau mal, wer da ist. Servus, Penja, Stuttgart, was geht ab? Bellingen, Eli rastet komplett aus. Er ist Bellingen gezogen und jetzt... Leo! Das zweite Mal. Ja, ich hab so Bock auf FIFA, ne? Ich hab so Bock auf FIFA. Wo das letzte Mal in Manchester? Ich muss noch eine Woche warten, nächste Woche Freitag. Und ich kann erst ab 16 Uhr zocken und nicht um 0 Uhr, weil ich werde mir keinen Krankenschein ziehen, weil das wäre ein bisschen auffällig. Weil meine Arbeitskollegen, also mein Vorgesetzter und so, der zockt selber. Kein FIFA, aber der zockt auch. Und der weiß das höchstwahrscheinlich, dass jetzt FIFA-Release ist. Darum wäre das ein bisschen so auffällig. Werde ich nicht machen, auf keinen Fall. Warum? Wäre ja voll doof, wenn man das macht. Also wenn dein Vorgesetzter das nicht weiß, dass FIFA raus ist oder sich mit Gaming gar nicht auskennt, dann weiß ich nicht, kann man das vielleicht machen. Aber ich habe es nie gemacht, ich werde es auch nicht machen. Zu riskant, würde ich nicht machen. Einfach gehen, Mann, der, dann arbeitest du einfach 8 Stunden. Und nach 8 Stunden kannst du dann zocken, Wochenende durchsuchten. Ja. Geil, aus Zürich ist der Mann. Was tippst du heute? 2-0. Gediegen. Lamin trifft? Ja, und Fatih auch. Fatih auch? Oh, das wäre eine geile Geschichte. Okay, viel Spaß, gell? Danke, ciao. Die Aufstellungen sind da. Monaco hat aber auch eine sehr gute, gefährliche Mannschaft. Allen voran natürlich Embolo. Den habe ich vor kurzem noch bei der Icon League kennengelernt. Zakaria kennt man auch von Bundesliga-Zeiten. Thilo Kehrer. Aber wir sind natürlich haushohe Favoriten. Lewandowski vorne, Rafinha, Pedri, Yamal. Das heißt, Ansu Fati wird erst wahrscheinlich zur zweiten Hälfte eingewechselt werden. Martinez, über den wird aktuell viel zu wenig gesprochen. Der lässt quasi vergessen, dass Araujo und Christensen verletzt sind. Boah, das Trikot ist ja auch insane nice. Das müsste von 1999 sein. Monaco hat auch einen kleinen Ultras-Bereich. Ole! La 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 la. Alter, was für eine epische Musik kommt denn hier? Und die Spieler kommen rein, Leute. Ter Stegen natürlich ganz vorne als unser Capitano. Die haben sogar eine kleine Choreo vorbereitet. Die Monaco-Fans. Vamos! Besser. Lamin, unser Hoffnungsträger. Ganz am Ende. Robert Lewandowski. Dass Lamin mit 17 Jahren so viel... Dass man von ihm so viel erwartet mit 17 Jahren, ist crazy. Hoffnungsträger mit 17. Wird die neue Champions-League-Hymne abgespielt. Ich weiß gar nicht, warum die es geändert haben. Wer dachte sich, keiner meckert, dass die Champions-League-Hymne scheiße ist oder geändert werden soll? Gut, dann ändern wir das mal. Oder die alte Champions League Dings mit einfach ganz normalen Gruppen und dann Achtelfinale. Und keine ganze Liga, so gesehen. Hat doch gar keiner gemeckert, dass das scheiße war. Ja gut, ist cool, jetzt gibt's mehr Spiele, aber ich glaube, das ist für die Spieler nicht geil. Aber guck mal, Bayern hat jetzt die spielen und dann hier die Vereine, die am Donnerstag spielen, haben dann irgendwie Wochenende nach 2 Tagen wieder ein Spiel. Das ist ja übel anstrengend. Das ist unsere Saison! Danza van Dominim, Sire Sudore Nord, Ai Septam, Ona Septacon, Una Bandera as Germana, Nau Grana Ibe. Oh mein Gott, nein, oder? Was ist da gerade passiert? Ich fass es nicht, Leute. Rote Karte für Barca. Rote Karte. Das hab ich sogar gesehen auf TikTok.
Aber ich habe jetzt nicht die ganze Szene mitbekommen. Da hat, glaube ich, Ter Stegen, ne? Hat der einen Passfehler gemacht. Und dann konnte Frank Garcia, wer ist der nochmal? Erik Garcia? Irgendwie sowas halt. Konnte er nichts machen, der musste den aufhalten. Sonst wäre er drin, aber gut. Rote Karte jetzt, ne? Mal gucken. In der 10. Minute. Wie dumm kann man da so hin? In der 10. Minute war das Wie direkt? Dumm kann man sein, dass man da so hingeht? Lieber lässt man doch das Gegentor zu. Digga, jetzt müssen wir in Unterzahl spielen, 80 Minuten. Jetzt wird das voll die schwere Partie. Also, es ist nicht so, dass Monaco jetzt leichte Gegner ist, aber in der Form, in der wir uns aktuell befinden, hätten wir die locker geschlagen. Unnötig, Digga. Erik Garcia, Alter. Wirklich so fucking unnötig. Also, der hat das ganze Spiel gerade auseinandergenommen mit der Aktion. Embolo mit der Riesenchance aufs 1-0. Boah, geiler Ball von Rafinha. Lewandowski, Casado, Flaminia mal. Komm, gut, weitergeleitet auf Kunde. Körper rein, Körper rein. Ja. Unser Ball, come on! Ich bin so sauer wegen der roten Karte, gell. Oh oh. Jetzt kommt der Bruch. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Scheiße, wirklich. Macht er natürlich gut, wer in die Mitte zieht. Toller Abschluss. Aber die rote Karte hat die komplett uns. Alles gefickt, Digga. Die ganzen Psyche, ganzen Matchplan, alles. Aber auch zu 10 müssen wir hier standhalten. Ne? Aber das wird jetzt alles andere als einfach, das Spiel zu gewinnen. Wahnsinn, ey. Eine Frage. Passiert jetzt 1-1 oder machen die 2-0 und dann 2-1? Weil wenn 1-1 passiert, dann ist ja richtig scheiße. Dann ist ja noch diese Hoffnung da. Alter. Schiri, Alter! Er pfeift nicht, ne? Sah für mich nicht nach Ball aus. Fast das 2-0. Ich fress doch einen Besen. Oh, kein Foul! Kein Foul, Lamin! Lamin! Alter! Oh mein Gott, Baby! 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 Oh yeah, Baby! Du bist so eine geile Sau, Lamin! Weißt du das? Weißt du das? Wow! 1-1! Aus dem Nichts! Viele geile Lamin-Traumtore auf meinem Kanal aufgenommen. Für Barca als auch für Spanien. Ja! Mamo! Ja, Lamin! Ja, Digga! Holy Macaroni, Digga! War das eine geile Bude! Aber hat er auch geschickt gemacht, wie er da so ein bisschen Körper noch reingestellt hat, damit der Ball durchkommt. Zack! Lamin! Lamin! La, 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 la! Boah, es kracht gleich. Rote Karte, Schiribar, gib ihm die rote! Ja! Gelb immerhin, ja! Barça supporte, siempre t'animare! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alter! Oh, Alter. Elfmeter, Schiri. Mit diesem Tor zieht übrigens Lamin mit Erling Haaland gleich. Die beiden haben jetzt gleich viele Scorer im Jahr 2024 erzielt. Was eine Statistik. Oh. Gott sei Dank, abseits. Aber warum lassen wir den so frei? Ach so, abseits. Also ganz ehrlich, auch zu 10, das darf es nicht wahr sein. Ich kann echt von Glück reden, dass 1-1 steht.
Es ist Halbzeit, Leute. Wilde erste 45 Minuten. Es hätte auch locker schon 2-1, 3-1 für Monaco stehen können, wenn die mal ein bisschen effizienter vom Tor wären. Lamins Geniestreich gibt uns ein bisschen Hoffnung, aber wird sehr schwer, dass wir heute die 3 Punkte holen. Das war, by the way, das allererste Champions-League-Tor ever von Lamine Yamal. Und Michael Jordan ist einfach im Stadion und hat es gesehen. Oh, Konter, Lamin. Geh. Rafinha rennt mit nach vorne. Guter Ball. Und er kommt. Ah, kein Foul. Ah, hat der Torwart krass gut gerochen, ne? Gut gehalten. Gut gehalten, Marc. Come on. Oh, oh. Ballverlust da vorne und dann sind die Lücken riesig. Auch mit einem Mann weniger jetzt gefühlt zu einfach. 2-1 Rückstand, Leute, in Monaco für uns. Barca! Barca! Ja, 15 Minuten noch in der regulären Spielzeit. Mein Gott, was eine Parade. Gut gehalten. Wieder. Ich musste euch nochmal in Slow-Mo einblenden. Was war das bitte für ein Katzenreflex? Oh ne, die Brille wird ich kann nicht mehr reden, scheiß auf der. Das ist ein beschissener Anfang in die Champions-Saison für uns. Kann man nach 10 Minuten rot sehen? Ohne Witz. Der Schiri guckt sich's nochmal an. Ich glaube, es gibt doch keinen Elfmeter. Ja, nimm ihn zurück jetzt, gefälligst, verflixt und zugenäht. Oh. Bleiben noch 6-7 Minuten aus 2-2. Und jetzt ist der Moment gekommen. Ansu Fati, Leute, wird eingewechselt. Mit der Nummer 10. Story, wenn er direkt treffen würde. Alter! Kriegen noch mal eine gute Freistoßgelegenheit. Wir sind bereits in der Nachspielzeit, Leute. Es gibt 6 Minuten obendrauf. Oh, gar nicht mal so schlecht von Rafinha. Das war's. Schlechtestes Spiel von uns bisher diese Saison. Absoluter Vollbruch. Ich zieh das Pech an, ey. Una bandera germana, blaugrana win, ukrivoven. Jungs, Kopf hoch. Das wird schon. Wir haben eine tolle Truppe, das war unlucky heute. In 90 Minuten haben wir nur einen einzigen Schuss aufs Tor geschafft. Am Ende des Tages also verdient für Monaco, Leute. Ich bin echt traurig. Hab mir viel, viel mehr erhofft heute. Lasst bitte einen Trostdaumen nach oben da, Leute. Bewerten kommt nicht vergessen. Lasst ein kostenloses Abo da und wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Gute Nacht. Ja, krank. Ach, Mann. Scheiße. Ja, ist kacke. Ja, ist geil. Ist so, aber in der Liga haben die super gestartet. So. Ne? Ein Ausrutscher passt. Gegen wen spielen die als nächstes? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber das wird schon. Barca ist jetzt besser als auf jeden Fall die letzten Jahre. Jetzt auf jeden Fall vom Saisonstart her. Ist noch alles am Anfang. Muss man noch gucken, wie das sich entwickelt. Aber gut, super Video. Geil. Wieder so ein Video zu sehen. Stadionvlog.
mit einem, nicht nur ein Stadionlog, sondern auch so eine City-Tour von Monaco. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like da, ein Abo. Wir sind kurz in 220 Abonnenten. Lasst bitte ein Abo da. Ich bin hart stuck bei 213 Abonnenten, bitte. Tut es mir nicht an. Nein, lasst gerne ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen. Ein Like und checkt gerne meinen Twitch aus. Da bin ich auch öfters live. Und ab nächste Woche natürlich, ab nächste Woche Freitag, gibt es ordentlich FIFA-Content. So nämlich, sag ich. Haut rein. Tschüss.